Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Hallo, ihr seht ihr was Neues? Ich habe hier ein bisschen mit dem LKW rumgetestet und mit den Kursen hier und ich dann bin damit gar nicht klar gekommen und habe mich dann entschlossen, den LKW zu verkaufen erstmal und habe mir dieses Schätzchen zugelegt. Ist, glaube ich, ein Hakenlifter, wie man das nennt. Da gab es auch einen Hänger zu, aber hier jetzt nur. Und der gefällt mir ganz toll und fährt sich auch gut und die Kurse hauen auch hin, sage ich mal. Weil ich habe das Problem gehabt, dass der LKW einfach mit dem Hänger zu lang ist und ich dann nicht mehr um die Kurven komme. Ich habe zwar die Kurse soweit schon mit dem Hänger eingefahren, aber wenn ich da den Fliegelhänger hinten dran packe, der ja hinten auch keine Lenkung hat, haut das alles nicht mehr hin. Ich finde es zwar auch schön, wenn da so ein Planzug ist, aber vielleicht finde ich ja noch für den Hakenlifter irgendwie einen Zunaufbau, der auch Paletten transportieren kann. Muss ich mal schauen. So, und ich bin dabei, die Obstfarm mit Wasser zu versorgen. Hier auf dem Zementwerk. Weil man da sehr gut wieder rauskommt und weil man da nicht ja, weil es besser aussieht, als wenn man dann in den Graben fährt. Also der fährt mit 50.000 Liter und hier den JCB habe ich auch bisher eingesetzt, aber den werde ich jetzt hier noch einmal voll machen und zum Hof fahren, dass ich dann den Hänger voll habe mit Wasser. Der muss auch aufgetankt werden, wie ihr seht. Und hier kann ich eigentlich schön reinfahren. So, du bist zum Obstfarm unterwegs, wenn der hat auch eine andere Ansicht zum Rückwärtsfahren, die finde ich ganz nett. Und ja, des Weiteren ist unser Habichtfeld Feld 15 abgeerntet. Du hast kein Saatgut mehr, genau. Ah. Und das Feld bin ich am Abernten. Einmal kurz entlassen. Hat er sich jetzt. Oh! Soll festgemacht. Ich werde ihn jetzt einmal kurz entleeren. Oder das, was noch reingeht. Ja, das war es schon. Ja, gut, aber. Werde ihn hier mal hier wieder auf den Kurs setzen. So, du musst.
Aber werde ich hier rüben bringen in dem Lager, damit ich was eingelagert habe. Die anderen werde ich dann zur Waschanlage fahren. Ich habe auch zwei Ladungen ins Silo gefahren, was ich ja nicht so schön finde, weil normalerweise ja auch da keine Kartoffeln rein oder rausgehen. Aber die werde ich dann zu den beiden Waschanlagen fahren und den Rest werde ich jetzt hier in dem Freien hier unterbringen. Aber das werde ich dann machen, wenn wir auch Diesel und Wasser in den Waschanlagen haben. So, da fährt gerade die Sämaschine vorbei, also der Trecker mit der Sämaschine. Der bepflanzt Feld 15 neu. Kommt überall Raps drauf. Und der Raps würde ich dann zur Dieselproduktion nutzen. Komm. Voll wieder, ja. Feld ist auch so gut wie fertig. Das fehlt nicht mehr viel. Also ich möchte einmal über Raps draufpacken, um eben die Dieselproduktion mal richtig zu befüllen. Ne, wir können hier rein. Weil wir brauchen ja Diesel für ja, Kies- und Sandproduktion. Ja, für die Kartoffelwaschanlage, aber da, ich glaube da nicht so viel. Ja, der Josking haben wir ja auch neu. Ich habe den einen kleinen Agroliner habe ich verkauft, weil die mir von der Kapazität jetzt, ups, jetzt war ich schon zu weit, zu klein waren. Na, war ich doch noch nicht so weit. Da ist er. So. Hier ist soweit am Hof alles versorgt. Du bist am Laufen, du bist am Abkippen, du bist voll, du kannst vom Hof. Wir schon mal einstellen, weil du musst auch betankt werden. Wo stehst du jetzt? Du stehst an irgendeinem Schild. Oh. Oh. Kommen wir den raus.
jetzt wieder auf. Nochmal ab. Vielleicht schiebt er uns jetzt raus. Sieht gut aus. Oh! Jetzt fahr du noch rein, genau. Das war knapp. So, schauen wir mal um. Oh oh. Noch eine Bahn. Du bist auch noch gut. Können wir dich noch einmal abtanken? Wenn wir so schnell dahin kommen. Können noch auch hier, was braucht, muss hier rein, bisschen hier rein tun. Das war doch Getreide, Raps und ein bisschen, ja, können wir doch da auch gleich vielleicht den Rest. Er dürfte jetzt noch einmal voll werden, auf jeden Fall. So, und wenn wir hinterher zum Schluss noch mal einen halben Hänger voll haben, dass wir das da einfüllen. So, du bist am Hof, du bist bei der Obstfarm. Und dann muss ich hier den letzten Wassertank noch befüllen, weil dann hatte ich so, ich habe in allen die 31.000 Kompost reingefahren. Ich hatte 50.000 Leerpaletten und hatte dann 50.000 Kartonpaletten, wobei mit hier war ich, glaube ich, bei dem mit dem größeren, da war ein bisschen mehr drauf. Aber sonst dürfte in allen eben die, ja, das seht ihr, 50.000 an für sich bis auf den. Und hier werden, wird das erste Obst produziert. Auf der nordfriesischen Marsch. Ist jetzt noch nicht die Welt, aber es läuft. Gut, dann kann das hier auch erstmal weitergehen. Habe ich jetzt noch viel im Hänger drin? Ich meine nicht mehr.
Der fährt sich auch ganz nett. Also haben wir denn noch wo was hin, was er hinkommt? Ich werde mit denen einfach mal zur Holzverarbeitung fahren. Jungfäller jetzt. Nein. Ja, und der 7 hat durch den Reifen, weil er entweder an der Brücke steht oder am Graben liegt. Hat er denn jetzt alles gesät? Ja, das sieht gut aus. Die Kante sieht auch gut aus. Ist die Rapsernte auf Feld 15 auch vorbei? Bei den Kurs könnte ich nochmal abspeichern. Feld 15. Sehen. Seid gut. 6 Meter. Den können wir auch mal nach Hause fahren lassen. Dann können wir den Holmer nochmal abfahren, weil der hat die Lampe auch schon wieder an. Der dürfte auch jetzt fertig sein. Entweder fährt er jetzt im Graben. Feld 15 habe ich gepflügt. Da habe ich mir auch noch einen zweiten Pflug geholt und habe dann quasi zwei Traktoren da angesetzt.
Jetzt hat der Holmer durchdrehende Reifen. Gleicher. Muss der denn überhaupt noch mal zurück? Sorry. Bringt das viel was? Oder? Ach du. Und somit ist dieses Feld auch wieder abgeerntet und ja. Und wie gesagt, das wollten wir für die Kartoffeln und Zuckerrüben nehmen. Also die bringen hier gar nichts. Aber wir müssen ja eh die Richtung, also kann ich hier nochmal langfahren. Kann ich hier nochmal langfahren und ja, den Rest hier runterholen. So, er tankt ab. Kann mir auch, der wird voll. Du bist am Hof. Du bist. Hier habe ich auch einen kleinen Parkplatz hingemacht, wo ich die verschiedenen Auflieger schon habe, Container habe. Hier ein Hänger für die Paletten dann. Aber die anderen haben wir auch noch. Und das ist hier der, da mit bei ist. Den finde ich dann ganz okay. So sehe ich die auch rumfahren. Da kann man den Container drauf absetzen. Ich kann das mal eben zeigen. Kleiner Trick dabei. Man fährt einfach hinten dran, lässt so ein bisschen Platz. So, ja, geschätzt, was ist das? 2 Meter oder so. Ah, ein bisschen viel. Drückt dann X. Ah, jetzt macht er nicht. Jetzt war ich vielleicht zu weit weg. Kommen wir ein bisschen näher dran. So. Und dann muss man Y drücken.
damit der Arm ausfährt. Da kann auch schon mal sein, dass man zweimal drücken muss. Das sieht man ja also idealerweise bei ungefähr 90 Grad des Armes. So ist der Hänger dann auf dieser Plattform abgestellt. Sieht ganz gut aus, finde ich. Passt auch ungefähr. Ja. So, liebe Leute, und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen da, würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind.